Ja, hallo, grüße euch nochmal. Ich bin ja doch ein bisschen häufiger jetzt am Posten, als ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich wollte das eigentlich jetzt reduzieren, aber es kam gestern so eine eindringliche Warnung. Eigentlich kam sie eher heute Morgen. Mit der Bitte, das weiterzugeben. Also tue ich das jetzt auch. Obwohl ich das schon mal gesagt habe, kann ich mich erinnern, aber da hatte ich noch nicht allzu viele Abonnenten. Ich glaube, da hatte ich so ungefähr 10 oder 12. Aber ich sage es trotzdem noch einmal, damit es auch wirklich jeder begreift, der hier auf diesem Kanal ist. Jeder, der hier auf diesem Kanal ist, gehört mittlerweile schon zu den etwas weiteren. Wir sind hier nicht mehr im Kindergartenstadium und auch nicht mehr im Brabbelstadium. Das heißt also, wir sind hier schon dabei, dass wir begreifen, dass wir schon etwas mehr können müssen, um das Unrecht in unserem Leben oder sagen wir mal das Bedrohliche, das Beschwerliche, das Belastende, von Unrecht mag ich hier nicht reden, weil das auch kein Unrecht ist, wieder freizukriegen. Und die Aussage ist einfach die: Das Leben macht dir ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Entweder du erhöhst deine Schwingung und dein Leben fängt an, wieder in eine freie und leichte Ordnung zu kommen. Oder du tust es nicht. Und das Leben ist sehr beschwerlich. Und wird noch beschwerlicher. Bis es irgendwann ganz zum Stoppen kommt. Das ist immer so. Das war schon immer so. Das wird auch nie anders. Du kannst das Leben von der schlechtesten aller Warten aus sehen. Du kannst dem Leben die schlechteste aller Bedeutungen geben, wenn du unbedingt willst. Du kannst versuchen, dich mit wunderbaren Etiketten zu schmücken. Und dabei furchtbare Belastungen austeilen, um sie anschließend selber einzukassieren. Du kannst aber auch genauso gut das Leben so erhellen und dein eigenes Licht so erhellen, dass du, oder deine eigene Schwingung so erhöhen, dass du in der Tat dein eigenes Licht so erhellst und immer leuchtender und immer mehr zum Erleuchten bringst, dass sich dein Leben frei und leicht ordnet. Und das ist ein Angebot, das dir das Leben macht. Und das ist ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Du kannst das alles noch komplizierter machen. Wir haben diverse Menschen hier am Start, die genau das tun. Du kannst es aber auch genauso gut leicht nehmen. Dieser Satz aus den USA, aus Amerika, dieser Satz, take it easy. Wenn die Menschen es leicht begriffen haben, was das heißt, dann hätten sie es ja leicht genommen. Aber sie haben das auf Zahnpasta-Reklame und Kaugummi bezogen. Das heißt es überhaupt nicht. Es geht darum, dass in dem Moment, wo du eine sehr hohe Schwingung hast, du es schaffst, alle Beschwerlichkeiten in deinem Leben so klein zu häckseln, kann man schon fast sagen, so leicht zu verkleinern, in seine Bestandteile aufzulösen, dass du diese Bestandteile im Einzelnen frei und leicht wieder ordnen kannst, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren. Darum geht es. Und das kann jeder Mensch tun. Ganz egal, von welcher Startvoraussetzung er beginnt. Es ist kein Zufall, dass die Nachfolger von Christus, dass die Jünger allesamt Handwerksberufe hatten und kaum einer irgendwie ein Schreiben oder Lesen gelernt hatte. Ganz einfach deshalb, weil genau dieses so hinter Wissenschaften herbüffeln hat die Menschen die Katastrophen eingebrockt. Denn sie haben sie nicht gelernt mit der entsprechend hohen Schwingung. Siehst du, es ist durchaus nicht verkehrt, Archäologie zu studieren. Es ist nicht verkehrt, Wissenschaften zu studieren. In der Physik oder Chemie oder in der, was weiß ich, Weltraumtechnik oder wie auch immer, bewandert zu sein. Durchaus nicht. Aber mach das mit einer schlechten Schwingung und du holst die Hölle auf Erden. Du machst aus all den Errungenschaften, all dem, was du gelernt hast, machst du die widerwärtigste Plörre. Die Homöopathie lehrt, ich glaube, das war Hahnemann, der das zuerst gesagt hat, in der Natur sind alles Gifte. Kann auch Paracelsus gewesen sein. In der Natur sind alles Gifte. Es kommt auf das Mischverhältnis an. Etwas kann, wenn es sehr, sehr wenig nur ist, kann es die besten Auswirkungen haben. Wenn du dem aber gleich ein Kilo davon verabreichst, ist das tödlich. Das beste Beispiel ist Salz. Eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht.
Aber gib dann, wenn du normale Portionen hast, also wenn du einen halben Liter oder einen Liter Suppe hast, gib dann ein Kilo Salz rein und du kannst die Suppe nur noch wegschmeißen. Also so funktioniert es nicht. Das wird immer auf das Mischverhältnis ankommen. Und eine hohe Schwingung würde dich ja in ein richtiges Mischverhältnis bringen. Es muss ausjustiert werden, es muss begradigt werden. Mal ist es zu grell, mal ist es zu dunkel. Also immer so ein bisschen hin und her. So, dass das bei dir dass das in dir sich wieder frei und sehr leicht ordnen kann, ohne dass du solche Klopper von Problemen wälzt, dass du von lauter Müdigkeit oder Sorgen nicht mehr aus den Augen gucken kannst. Verstehe das und du verstehst die Welt. Und was noch mehr ist, du verstehst nicht nur die Welt, du verstehst dich. Das ist ja nun gerade mal das, was die meisten Menschen überhaupt nicht wollen, nicht wahr? Sie sind geradezu begeistert davon, anderen Menschen zu erklären, was sie bitte sagen machen, was sie bitte tun sollen und so weiter. Ich sage dir nur eins, mach, was du willst. Mach so weiter, wie du jetzt weitermachst. Mach so weiter, ist okay. Aber erhöhe dabei deine Schwingung. Und alles Garstige, alles, was niederträchtig ist, alles, was das Leben so beschwerlich gemacht hat, fällt von dir ab. Und du hörst auf, überall da Probleme zu wittern, wo es gar keine gibt. Nur weil etwas ein Problem werden kann, heißt das doch lange nicht, dass es bereits eins ist. Du kannst alles auf dich zukommen lassen. Wenn du eine Schwingung hast, ein Licht hast, über ein Licht verfügst, das so hell ist, dass es einfach alles wegbrennt, bevor es zu einem Problem werden kann. Im Deutschen haben wir den Satz, wehret den Anfängen. Das heißt, hör auf, etwas zu einem Problem hochzustilisieren, bevor es eins ist. Und noch etwas. Je weniger du auf die lange Bank schiebst, aber je mehr du alles dir immer nur so viel vornimmst, wie du gerade mal bewerkstelligen kannst, desto leichter kommst du mit dem Leben klar. Es mag ja sein, dass du so einen Stapel Rechnungen hast, aber innerhalb von einer Viertelstunde wirst du sie nicht alle bezahlen können. Aber es so zu ordnen, dass du immer schön eins nach dem anderen machen kannst, ja, dann kriegst du es auch hin. So ist es aber mit allem. Ich versuche das hier weiterzugeben, weil das nicht schwer zu begreifen ist. Denn ich rede von dir, denn ich rede ja von dir und ich rede zu den Menschen, die begriffen haben, dass sie die wichtigsten Menschen auf der Welt sind. Und dass von ihnen alles abhängt. Alles hängt davon ab, ob es dir gelingt oder nicht. Es hängt alles davon ab, ob du in der Lage bist. Ich bin Licht, klar, ich bin immer Licht. Und so wie ich denke, kann mein Licht immer heller und heller werden oder verdunkeln. Es mag ja sein, dass du Probleme wälzt, von denen du weißt, es gibt sie. Ja, das gibt sie schon. Aber das heißt nicht, dass sie auch in deinem Leben eine Riesenrolle spielen müssen. Und ob du das hinbekommst, durch deine eigene Schwingung und dein eigenes Licht, all die Probleme wegzudrängen. Da alles eine Existenzberechtigung hat, einfach alles, ist es völlig unmöglich, sich vorzunehmen, alle kurz und klein zu schlagen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sie kurz und klein zu schlagen. Es geht darum, dass sie, wenn etwas dir Probleme macht, ganz egal, mit welcher Berechtigung es noch immer da ist, dass du das aus deinem Leben bekommst. Und entsprechend eine Schwingung hast, die das Vorhandensein dessen, was dich so wahnsinnig nervt, gar nicht mehr möglich macht. Das ist aber eine ziemliche Eigenarbeit. Und eine, die so, wo zum Beispiel die Figuren, die wir so in dieser Fernsehlandschaft kennen, wie zum Beispiel irgendein E-Punkt löst die Probleme, er kämpft für dein Recht. Hart oder fair, oder hart aber fair, oder hart oder fair, keine Ahnung. Sag mal, wie lange wollt ihr das denn noch mitmachen? Ja, man muss ja up to date sein, man muss auch wissen, was los ist. Ach ja? Was heißt, du musst wissen, was los ist? Willst du wissen, was alle anderen denken, um dich dann alsbald dieser Meinung anzuschließen?
dann können auch genau die mit dir machen, was sie wollen. Und das tun sie dann auch. Mitgehangen, mitgefangen. Weißt du, was das heißt? Wenn du einmal einem bestimmten Denken angehörst und auch deren Meinungen vertrittst, dann gliederst du dich diesem Denken an. Und du gehörst zu diesem Ganzen. Zu dieser Anhängerschaft. Und hast dann auch deren Probleme. Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben, so dichtete einst Goethe. Und ich möchte wetten, dass er damit recht hat. Mit Worten. Worte lässt sich trefflich streiten. Mit Worten lässt sich ein System bereiten. Das heißt, ich meine nicht weniger, dass das, was du mehrheitlich denkst, mehrheitlich sagst, dich in ein bestimmtes System eingliedert. Nicht mehr, nicht weniger. Und dessen Auswirkungen hast du dann ja auch auf den Tisch. Ihr solltet mittlerweile, und ich denke, einige hier können das auch, die haben begriffen, dass es darum geht. Alles, was du denkst, folgt einer bestimmten Melodie und alles, was du denkst, folgt einer bestimmten Theorie, einer bestimmten Theorem oder folgt einer Ordnung. Und je nachdem, ob diese Ordnung eine Menge Probleme und Problematiken im Gepäck hat und wenig Möglichkeiten, daraus herauszukommen, wird das Leben beschwerlich. Kann aber auch genau anders sein. Ich meine, ein Denken, was beherrscht ist von dem Gedanken, Mensch, ich bin weißes Licht, natürlich, Mensch, es geht nochmal, was alles spielt doch gar keine Rolle mehr und nichts, aber wirklich nichts kommt an mir an mich heran, was mein eigenes Licht verdunkelt. Ja, das hat eine sehr helle Schwingung zur Folge. Und fortan hast du Gedanken, die dein Licht erhellen. Auch Ideen, die dann nicht erhellen. Vorgehensweisen bieten sich auf einmal, an die du vorher gar nicht gedacht hast. Die du auch gar nicht einfallen können. In welchen Glaubenslehren heißt das, dass sich irgendjemand, ach ja, richtig, wenn man katholischen ist das so, dass man sagt, ein Pastor, ein Pfarrer, ganz wichtig, dass ein Mann ist, also eine Frau hat das schon mal ausgekichert, ausgerechnet ein weibliches Element, was alles wandeln könnte, aber gut, das hatten wir ja schon mal im anderen Post. Also ein Pfarrer spricht sie der Sünden frei, er spricht sie frei. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Mensch, weiblich oder männlich, das Recht hat, dich von einer Sünde loszusprechen oder einer Verfehlung oder von einer Belastung freizusprechen. Von Sünden sprechen wir eigentlich nicht mehr. Wir sprechen einfach von Belastungen. Es gibt Dinge, die dich belasten. Es gibt Dinge, die dich einfach frei machen. Du darfst doch nicht allen Ernstes, dass irgendeiner Mensch da von einer Kanzel oder von irgendeinem Gotteshaus, wie auch immer man das dann nennt, dass dieser Mensch dich da von einer Sünde oder von einer Belastung freisprechen kann. Das kann er nicht. Auch wenn er sich das gern wünscht. Oh ja, das wünscht er sich. Damit Gott ein kleines Pluszeichen in seinem Notizbüchlein macht, was ihn angeht. Na, selten so gelacht, vergiss es. Wer gelernt hat, dass es ein männliches und ein weibliches Prinzip gibt, der hat auch Folgendes gelernt. Eine hohe Schwingung hilft dem männlichen Prinzip, die Dinge zu erhalten und sie immer noch besser zu werden, obwohl sie sich dann in sich ein bisschen wandeln, aber sie werden sich vom Prinzip her nicht verändern. Das ist das männliche Prinzip, es ist etwas Erhaltendes. Etwas Bestehendes. Wenn man immer sagt, gütiger Vater, naja, da haben sie komischerweise mehr mit Recht, als sie werben sollten. Wenn man jetzt aber von einer Göttin spricht, dann hat man mit dem weiblichen Prinzip zu tun. Das heißt, alles wandelt sich. Und je höher die Schwingung ist, desto besser ist das, was sich dann wandelt. Wenn jetzt ein Land, und jetzt wird es interessant, wenn jetzt ein Land auf die Idee kommt, per Gesetz und erlassen, die weibliche Bevölkerung per se einzuengen, einzusperren, in Kleidervorschriften macht, die bis ins Absurde gehen, dann regt sich Widerstand und auch Unmut. Und jemand, der so geknechtet ist, ob männlich oder weiblich, und die Person, ob sie jetzt männlich oder weiblich ist, spielt davon gar keine Rolle, in dem Augenblick macht der Wunsch, das sofort zu ändern. Aber ändern
Ups, da spricht das weibliche Prinzip. Moment mal, das gehört in mein Gebiet. Wenn etwas geändert werden soll, dann bin ich zuständig. Das heißt, das erhaltene Prinzip, das männliche Prinzip also, hat dann in dem Moment Pause. Und jetzt kommt das weibliche Prinzip zum Tragen. Und etwas ändert sich ja nun. Wenn jetzt die Schwingung niedrig ist und schlecht ist, dann ändert sich was. Aber zum Schlechten. Denn es wird ja in etwas Schlechteres gewandelt. Denn siehst du, einem Prinzip ist es egal, was es erhalten soll oder was es wandeln soll. Spielt keine Rolle. Wenn sich also in einem Land, in einem Dorf, in einer Stadt, wo ich jetzt, wenn sich da generell Widerstand regt und auch Unzufriedenheit herrscht, dann wird sich etwas ändern, weil nämlich der Wunsch, dass sich die Verhältnisse ändern, ist jetzt da. Haben die Beteiligten, die etwas ändern wollen, durchweg eine hellere Schwingung und wollen etwas ändern, haben sie es mit dem weiblichen Prinzip zu tun. Das ändert jetzt auch etwas, aber weil die Schwingung hoch ist, wird es auch tatsächlich besser. Wie schief das laufen kann, haben wir hier in Deutschland gemerkt. Tatsächlich war der Wandel war perfekt. Die Mauer ist gefallen vor 30 Jahren, 32 Jahren. Aber die Stimmung im Land wurde schlecht. Jetzt wollen die wieder was ändern. Alle wollen irgendwie was ändern. Keiner ist wirklich zufrieden. Das gefällt allermaßen nicht recht. Also keiner ist wirklich glücklich mit dem, was wir so vorfinden. Oder wir sehr wenige. Die einzigen, die glücklich sind, die sind die in den Einkaufskanälen. Aber die Menschen haben jetzt durchweg eine schlechte Schwingung. Jetzt nicht per se gesprochen, aber doch viele haben eine schlechte Schwingung. Oh, was nun? Jetzt ändert sich was. Oh ja. Aber weil die Schwingung von so vielen problematisch ist, um es vorsichtig auszudrücken. Denn selbst die, die eine hohe Schwingung haben, wissen ja gar nicht, dass sie eine hohe Schwingung haben. Also das ist ein bisschen schlecht, ist ein bisschen schwierig. Ändert sich jetzt was. Aber ob es sich hier ändert, ob es gut wird, tja, das weiß nur der Beobachter allein. Also, und damit meine ich nicht eine lächerliche Fernsehsendung, die so heißt. Dann haben wir aber auch noch eine Erde. Und die wiederum hat eine Schwingung. Und deren Schwingung, die von der Erde, erhöht sich nun garantiert. Jetzt rate mal, was passieren wird. Was auch immer eine wirklich miserable Schwingung hat, verschwindet. Und wir nur 100.000 Mal krakeelt. Das Tierschutz, Tierschutz, die Tiere müssen doch bewahrt werden. Wenn die Schwingung abgelaufen ist oder wenn die Schwingung das nicht mehr hermacht, nicht mehr hergibt, dann lebt in dieser Schwingung kein Element, was mit dieser Schwingung nicht mithalten kann. Und ihr könnt 100.000 Mal sagen, der Mensch ist dafür verantwortlich, dass so viele Tiere sterben. Ja, entschuldige bitte, seit Tausenden von Jahren sterben die Tiere aus und werden neue Spezien geboren. Das ist keine Frage, der Mensch hat es in der Hand, welche das sein wird. Da er ein denkendes Wesen ist und er seine Schwingung bestimmen kann, das kann ein Tier gerade mal nicht. Aber noch etwas anderes denkt. Noch etwas anderes hat ein Bewusstsein. Und noch etwas anderes ist wild entschlossen, dieses Bewusstsein zu erhöhen, und zwar von sich selbst. Es ist das, worauf wir alle leben. Man kann Planeten ein Bewusstsein zu sprechen oder auch nicht. Spielt gar keine Rolle, ob du das tust. Sie haben trotzdem eins. Ob du das nur erkennen willst oder nicht, das spielt keine Rolle. Das wird der Erde relativ egal sein, ob du es begriffen hast oder nicht. Die Erde hat ein Bewusstsein. Und jetzt hat sie beschlossen, ihre eigene Schwingung zu erhöhen. Man könnte auch sagen, nicht ihre Geduld ist zu Ende, aber die Zeit für eine schlechte Schwingung ist abgelaufen. Sie wird sie also erhöhen. Jetzt ratet mal, wie viel der Mensch da noch zu melden hat, wenn der anfängt, dagegen zu arbeiten. Und was meinst du, was der Mensch noch zu melden hat, wenn er eine schlechte Schwingung hat? Der hat gar nichts mehr. Und als Gemeinschaft kriegt er auch nichts mehr hin.
Ich sagte ja, ich habe vorhin eine ziemlich, es war ziemlich, es war ernst, es war nicht bedrohlich, aber es war ernst. Da gibt das weiter. Okay, gibt es weiter? Ich meine, ich habe das sowieso schon gewusst. Also von daher, ich bin andauernd dabei. Also 80% meines Tages, den ich im Wachzustand verbringe, geht dabei drauf, dass ich mich darauf konzentriere, dass meine Stimmung bitte hoch bleibt und immer höher wird und mein Licht immer heller wird und dass kein Gedanke, aber wirklich kein Gedanke von mir jemals mein Licht verdunkeln könnte. Wenn irgendwas passiert, was sofort meinen Ärger erzeugt, dann kommen da Hunderttausende von Gedanken hinterher, die das alles wieder besänftigen. Also, okay, Hunderte. 120.000 Gedanken habe ich ja nur am Tag. Aber die hat jeder Mensch von uns. Also wir haben alle gleich viel Zeit. Der Tag hat 24 Stunden und in diesen 24 Stunden schläfst du ein paar Stunden. Aber danach hast du auch wirklich die Fülle von Gedanken zur Verfügung. Und deine Gedanken, du hast 120.000 Gedanken am Tag ungefähr. Und das ist eine ganze Menge, da kommt eine ganze Menge zusammen, ne? Also so ist es nicht. Aber dann müsstest du jetzt auch damit die Weiche stellen. Was mich befremdet hat, war, dass das so wenige Leute wissen wollen. Nun, es gebe zu, dass es ja bequem ist, irgendwas zu posten, was so in Richtung von Fäkalsprache, in Richtung von wirklich unterstem Sprachniveau abspielt. Oder was so nach, gib ihm noch irgendeinen Tritt oder ich schmeiß mir noch irgendwas anderes hinterher oder sowas. Das ist verlockend offensichtlich für viele Menschen. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen, aber ich kann mir vorstellen, was sie anschließend ernten werden. Wusstest du, dass die meisten Menschen nur deshalb in der Patsche sitzen, aus purer Gedankenlosigkeit? Sie haben nicht gewusst, wohin der Zug fährt. Sie haben nicht gewusst, welche Richtung die ganze Sache nimmt. Sie sitzen da aus purer Ahnungslosigkeit irgendwie. Man kann sagen, na okay, sie wussten es ja auch nicht. Auf der anderen Seite, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Mensch andauernd dabei ist, Tag und Nacht darauf zu sinnen, wie er einem anderen Menschen wohl Probleme machen kann, muss man ihm erst sagen, dass man das besser nicht tun sollte? Muss man ihm das erst sagen? Glaube nicht. Denn es ist immer noch die freie Wahl. Es geht nicht darum, was ich dann anschließend für Verdienste für habe. Ich denke, man sollte sich schon mal überlegen, dass man, so wie man denkt, dass man damit seines Tageslohn bekommt. Also, oder besser gesagt, da hat man ja seine Startvoraussetzungen. Also eigentlich bist du jeden Tag damit beschäftigt, die Startvoraussetzungen für den nächsten Tag zu bereiten. Also, man könnte sagen, für übermorgen. Also, die Zeitspanne wird jetzt ein bisschen kürzer. Also, ich denke mal, vor 20 Jahren hat es etwas anders ausgesehen. Da hat man, was wir am Tag gedacht haben, was wir da so gekratzt haben, sozusagen, das haben wir dann nach 3 oder 4 Monaten dann wieder in unserem Leben vor der Haustür gefunden. Aber letztendlich, es ist jedes Ereignis, was uns am Leben ereilt etwas, was sich dann, wofür unsere Gedanken mal irgendwann die Weichen gestellt haben. Also unter diesen Bedingungen würde ich mal sagen, unter diesen Bedingungen achten wir aber mal sehr darauf, was wir denken. Spinoza kam auch drauf. Und das ist mittlerweile 300 Jahre her. Meine Güte nochmal. Ja, doch, 300 Jahre, ne? Wann lebte der? 1780, 300 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Aber so um den Dreh. Der sagte, sie alles unter dem Blickwinkel der Ewigkeit. Stimmt. Denn was du heute denkst, diesen Weg gehst du. Und wenn du dann feststellst, oh verflucht, was habe ich mir da ans Bein gewohnt? Nee, so war das nicht gemeint. Also, so meinte ich das nicht. Nee, also halt, stopp. Alles zurück, war bloß ein Witz. Nee, war nicht so gemeint. Ja, der Zug ist abgefahren. Und du bist mittendrin. Jetzt kannst du noch eins tun, die Richtung ändern. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn vom Zug aus gesehen kann man die Weiche nicht umstellen. Du kannst aber den
da am nächsten Bahnhof irgendwie da signalisieren, hallo, hallo, da, wir müssen da lang. Und irgendwie über Funk versuchen zu erreichen und irgendwie müssen deine Gedanken stimmen. Deine Gedanken müssen so sein, dass du denen denn die Weichen stellt, dass da auf einmal eine Alarmglocke schrillt und sagt, halt, andere Richtung wird jetzt gestellt werden. Wenn von deinen Gedanken das nicht kommt, blitzt bei dir nichts auf. Und die Weiche wird nicht anders gestellt. Ich finde solchen Vergleich gut, weil man es sich gut vorstellen kann. Ist das wirklich so in Wirklichkeit verhält mit dem Weichensteller und mit dem, dass da jemand am Bahnhof sitzt und darauf wartet, dass du ihn da anrufst und sagst, hier stellen wir die Weiche anders. Das glaube ich jetzt in dem Sinne so auch nicht. Aber dass deine Gedanken etwas bewirken, dass Ereignisse anders verlaufen, ja, das glaube ich sofort. Weil ich mir sonst keinen Reim auf das Leben hier machen könnte. Eine andere Wirkungsweise kenne ich nicht. Und leuchtet mir auch nicht ein. Einstein meinte einmal, Gott würfelt nicht. Ein anderer Physiker sagte mal, naja, vielleicht hat Gott die Würfel einmal zu oft gewürfelt. Ich glaube, nein. Ich glaube, wir haben für ihn immer genau die Bedingungen vor, für die unsere Schwingungen uns sozusagen prädestinieren. Und das finden wir jeden Tag so vor. Und dann brauchen wir eine Menge, Menge hoher Schwingungen. Nicht Schwierigkeiten, aber Schwingungen, um aus unseren Schwierigkeiten rauszukommen. Und dafür können wir noch nicht einmal jemanden verantwortlich machen. Wenn wir vorfinden oder wenn wir jemanden in unserem Leben vorfinden, der nun gerade mal nicht gerade das Gelbe vom Ei war, nicht gerade ein wahrer Schlappsal da ist, also mein Gott nochmal, da gibt es angenehmere Zeitgenossen als das. Naja, wunderbar, erhöhe deine Schwingung und dann findest du ja jemand anders vor. Das musst du wissen. Und ich sagte ja schon, denke bitte immer daran. Das Leben macht dir hier ein Angebot. Das macht es ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Eigentlich macht es dir jeden Tag dieses Angebot. Erhöhe deine Schwingung und dein Leben ordnet sich sehr frei und sehr leicht. Das hatte am Anfang noch einige Anlaufschwierigkeiten, weil du das nicht wusstest. Du hast sicherlich noch einige Schwierigkeiten aus dem Leben, wo du weißt, du das auch noch nicht wusstest. Du hast manchmal aufs falsche Pferd gesetzt. Du hast manchmal gedacht, dass das von dem Menschen, da wird es leichter mit und den hat oder die heirate ich und dann wird das schon ganz gut. Und manchmal hat man sich daran getäuscht, weil man eben eine andere Voraussetzung damals hatte. Es gibt keinen Grund, deshalb jemandem einen Krieg zu erklären. Schlag eine andere Richtung an. Denn dieses Gesetz ist ewig. Das wird sich niemals ändern. Es wird von deiner Schwingung abhängen, was du im Leben vorfindest. Das wird sich niemals ändern. Vergiss das nie. Vergiss das nie. Befolgst du dieses Gesetz? Und ich meine, das befolgst du sowieso. Mal befolgst du dieses Gesetz bewusst und denkst daran und suchst dir jede Hilfe. Das kann ein Anhänger sein, das kann ein Talisman sein, das kann auch ein Kreuzzeichen sein, das kann auch ein Rosenkranz sein, das kann in irgendeiner Weise ein Artefakt sein, von dem du weißt oder von dem du willst, dass von dem eine wirklich starke Kraft ausgeht. Dann wird das so sein. Und denke bitte daran, dass du in deinem Leben das Gesetz schreibst. Gesetze gibt es viele. Gesetzmäßigkeiten auch. Doch deine Schwingung wird bestimmen, in welche du fällst. Deine Schwingung wird bestimmen, in welche Gesetzmäßigkeit du fällst. Das hebt die Gesetze der höheren und unteren Niveaus und Ebenen ja nicht auf. Aber nur zu bestimmten Zeiten sind bestimmte Dinge möglich. Und nur in bestimmten Systemen greift ein bestimmtes Naturgesetz. Es war Alexander von Humboldt, der gesagt hat, wenn wir etwas begegnen, was nicht in unsere Gesetzmäßigkeit fällt, dann lässt es aber ein höheres Gesetz schließen. Und ein höheres Gesetz hebelt ein niedrig stehendes aus.
Das ist auch in unserem Strafgesetzbuch so. Natürlich hast du ein Recht, dass niemand deinen Wagen klaut. Aber wenn dich jemand aus dem Wagen zerrt und losfährt, weil er dann, was weiß ich was, weil er gerade im Dienst ist und da irgendeinen Wagen verfolgen muss, weil er genau weiß, der in dem Wagen sitzt, ist gerade dabei, irgendwo hinzufahren und dort ein Massaker anzurichten, dann ist das zwar immer noch verboten gewesen, einem anderen den Wagen zu klauen, aber unter den erwartenden Umständen ist dieses Gesetz gerade mal wirksam gewesen. Und das war ein höherstehendes Recht. So urteilen unsere Richter. Gott sei Dank brauchen sie das nicht allzu oft. Das heißt also, in dem Augenblick, wo du ein Recht verletzt, da muss ein höher stehendes Gesetz wirken, damit du das Recht auch wirklich hast. Sonst sitzt du verdammt in der Patsche. Das ist jedenfalls die Rechnung des Universums. Denn in dem Augenblick, wo du ein höheres Gesetz befolgst, schweigen die anderen stille. Und das bestimmst jetzt nicht du, welchem Gesetz du gerade folgst. Du kannst dir einen Spaß draus machen, das wird dir überlegen, aber letztendlich wird dein Verhalten, dein Denken, dein Tun, deine Aktionen, das, was du sagst, entscheiden, welchem Gesetz du da gerade folgst. Es ist also auch dein Wille, aber ob du unter dem oder dem Gesetz stehst, das entscheiden die Umstände, in denen du gerade bist, aufgrund deiner Schwingung. Und hier ist uns auch klar, wo unser Wille Grenzen hat, obwohl er ein freier Wille ist. Wenn ich mitten im Februar, wenn ich mitten im Januar wünsche, mit einer Badehose durch den schönsten Sonnenschein zu spazieren, kann ich das ja. Aber nicht in Deutschland. In einem anderen Erdteil geht es vielleicht schon. Das muss man wissen. Ich denke, dass wir das verstanden haben, nicht? Denn dein freier Wille bestimmt zwar nicht, ob das Wetter in Deutschland dazu geeignet ist, dass du im Badeanzug oder Bikini oder Badehose bekleidet durch die Gegend gehen kannst. Wenn das Wetter kalt ist, empfiehlt sich das nicht, aber sagen wir mal, in südlicheren Ländern wäre das vielleicht kein Problem. Dann hast du ein anderes Problem. Dann hat deine Frau ein anderes Problem. Aber das sind andere Sachen. Das zum nächsten Mal, beim nächsten Mal. Ich denke, wir haben uns soweit, glaube ich, verstanden. Gut. Ich sage ja, auf diesem Kanal, dieser Kanal hier, ist nichts für schwache Nerven. Also, und es ist auch nichts für welche, die noch im Bravestadium sind. Also, manchmal gibt es hier wirklich eine harte Nuss zu knacken. Die harte Nüsse, das sind wir. Also wir selber sind die, die uns hier ein bisschen beischlupfen müssen. Wir müssen selber verstehen, was hier los ist. Und damit wir reagieren können. Ich denke, wir kriegen das hin. Ich denke, das schaffen wir. Denn die Menschen, die mir zuhören, die haben begriffen. Und ich sage das hier auch immer wieder mal, immer noch, weil ich genau weiß, dass einige hier japsen. Die mussten schon pusten. Oh Gott, und nicht noch nicht das. Ja, doch. Es geht unter allen Umständen darum, dir auch in der schlimmsten Krisenzeit das Wissen zu bewahren, dass du Licht bist und das Vertrauen zu entwickeln, dass dein Licht das wieder gerade biegt. Das ist in einigen Fällen, ja, das ist manchmal viel verlangt. Sehr viel, ich weiß es. Ich weiß es, weil du hörst es gerade, dass ich auch ein bisschen kurzatmig bin. Also der Tag heute, der sollte eigentlich ein ganz guter Tag werden, aber Gott, ich habe immer das Gefühl, dass der mindestens 500 Newton da auf mir knien, so. Das ist ein Maßeinheit Feingewicht. Und bei Gott. Puh. Es ist manchmal beschwerlich. Aber auf deinen Entschluss kommt es. Auf deine Entschlusskraft kommt es an. Willst du es? Und mir hat mal jemand geschrieben, schon ein paar Monate her, ich will das unbedingt schaffen. Wenn jemand sowas schreibt,
Dann schafft es. Dann schafft sie es. Egal wie. Die Schwierigkeiten mögen alle da sein. Alle wieder da. Tolle Idee. Okay, ich gehe nochmal. Ja, in gewisser Weise ja. Reagiere nicht auf jede Schwierigkeit wie ein HB-Männchen. Die Älteren unter uns, wir wissen noch, was ein HB-Männchen ist. Das gab es früher mal als Werbung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da wurde für eine Zigarettenmarke Werbung gemacht. Da gab es also ein HB-Männchen, was immer Ärger bekam. Also wenn es Beulen zu holen gab, er war dran. Nicht der Wagen klatschte ihm da die Pfütze um die Ohren und wenn er was an die Wand nageln wollte, fiel alles runter und er hatte sie auf dem Daumen und was weiß ich was alles. Es ging alles schief. Und er tobte immer so. Er ging immer hoch wie eine Rakete. Und dann die Stimme aus dem Off sagt, jetzt ruhig Blut. Jetzt mach dir keine Sorgen, alles gut. Nimm erstmal ein HB. Rauch erstmal. Hol tief Luft und rauch eine. Naja, das würde sich heute keiner mehr trauen zu sagen. Obwohl es eigentlich nicht verkehrt war. Aber die Message war gut. Nicht, dass du eine Zigarette rauchen sollst. Das kann gut sein oder auch nicht. Das musst du entscheiden. Aber dass man nicht mal auf alles anspringt, wie ein Stier auf ein rotes Tuch, das sollte man sich gut hinter die Kandare schreiben. Das sollte man sich gut merken. Und nimm dich selbst an die Kandare. Wenn es auch manchmal beschwerlich ist, und ich weiß, wovon ich rede, es ist manchmal wirklich schwer. So schwer, dass ich manchmal kaum zur Luft holen komme. Aber trotzdem sage ich das anderen. Weil niemand ihre Aufgaben erledigen kann. Bitte versteh das. So, jetzt, ich hab gerade auf die Uhr gesehen. Ich muss jetzt weiter. Tut mir leid, sorry, aber es geht nicht anders. Ich bin gerade dabei, wieder mal zu einem zu spät zu kommen, obwohl ich selber komme. Ich wollte mich eigentlich krank melden, aber einer muss ja arbeiten gehen, also bis dann. Mach's gut, ja? Alles Gute dir. Tschüss.